Captains Logbuch. Obwohl sich auf der Erde bereits jetzt die ersten Auswirkungen der Klimakatastrophe zeigen, ist die Regierung einer der größten europäischen Wirtschaftsnationen nicht bereit, ihre Politik grundlegend zu ändern. Ich habe deswegen beschlossen zu handeln. Wissen Sie was? Beamen Sie mir den Anführer der größten deutschen Oppositionspartei auf die Enterprise. Bitte was? Ein offener Kontakt mit Menschen aus dieser Zeitlinie? Ah, Sie möchten jetzt, dass ich protestiere, damit Sie als tatkräftiger Mann sagen können, zur Hölle mit den Regeln. Zur Hölle mit den Regeln, Fenrich. Welche Überraschung, Captain. Energie. So, wo bin ich jetzt? Ah, ich bin offensichtlich von Aliens entführt worden. Gut, kein Wunder, wenn ich Alien wäre. Ich müsste einen von 7,9 Milliarden Menschen entführen, dann wäre es auch ich. Ja, möge die Macht mit Ihnen sein. Mein Name ist James T. Kirk. Sie befinden sich auf der USS Enterprise. Wir kommen aus der Zukunft, um Ihrer Zivilisation... Wenn Sie wirklich aus der Zukunft kommen, dann können Sie mir vielleicht eine der drängendsten Menschheitsfragen beantworten. Werde ich Kanzler? Ja, Sie werden Kanzler. Sie kommen tatsächlich aus der Zukunft. Ja. Was kann ich für Sie tun? Ich brauche Ihre Hilfe. Ich muss Olaf Scholz im Klimaschutz unter Druck setzen. Aha. Ja gut, Klimaschutz, kein Problem, nicht wahr? Brauchen wir einfach ein paar kluge Köpfe und ein paar frische Ideen. Und? Sie wollen es ja genau wissen. Ich möchte genau wissen, wie die Menschheit es schaffen möchte, ihre Art zu wirtschaften mit den planetaren Grenzen zu vereinbaren. Ja, also Wirtschaftswachstum und Klimaschutz müssen kein Gegensatz sein. Aber Wirtschaftswachstum und Klimaschutz sind Gegensätze. Nein. Das Einzige, was wir brauchen, ist Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit und Innovation. Ich will Ihnen mal ein Beispiel für gelungene Innovation geben. Also gut. Plastik. Kommt da noch was? Wie? Noch was? Wissen Sie, was das für eine Riesenkraftanstrengung war, das Plastikproblem in Deutschland zu lösen? Sie haben das Plastikproblem in Deutschland gelöst. Oh ja. Stichwort absolute Entkoppelung. Ja, wir haben es geschafft, dass das Bruttoinlandsprodukt weiter gewachsen ist, ja, aber der Plastikverbrauch gesunken ist. Ja. Das ist grünes Wachstum. Ist interessant. Computer, überprüfe diese Aussage. Das Volumen der Plastikverpackungen hat sich in Deutschland zwischen 1995 und 2019 von 1,56 Millionen Tonnen auf 3,2 Millionen Tonnen... Halbiert. Nee, halbiert. Verdoppelt. Hören Sie, wie soll man da eine ernsthafte Debatte führen, wenn alles stimmen muss, was man sagt? Sie müssen nicht nur das mit dem Ressourcenabbau klären, Sie müssen auch noch den CO2-Ausstoß auf Null bekommen. Und das wollen Sie schaffen, während Sie wachsen? Sie haben offensichtlich den aktuellen Bericht des Weltklimarats nicht gelesen, nicht wahr? Da steht auch, dass Entkoppelung möglich ist, nicht wahr? Und dazu werden 9 Studien zitiert. Ich habe Ihnen... Computer, fasse die 9 Studien zusammen. Von den 9 Studien finden 3 nur Beweise für kurze Entkoppelung auf nationaler Ebene. 2 sagen, es ist nicht machbar. Wieder 2 befassen sich gar nicht mit Entkoppelung. Und 1 ist uneindeutig. Insgesamt wird die Beweislage für grünes Wachstum bezeichnet als unzureichend, weit hergeholt und irreführend. Tja, und das sind nur die Studien, die für grünes Wachstum sprechen. Hören Sie, das ist ungefähr so, als würde Ihre Partei Sie aufstellen und sagen, Sie sind unwählbar. Für mich war das kein Grund, nicht anzutreten. Und ich habe... Und ich habe auch genau mitgezählt. Das waren 8 Studien. Was steht denn in der 9? Die 9. Studie geht davon aus, dass es plötzlich einen globalen Kohlenstoffpreis gibt. Ah, Sie sehen, grünes Wachstum ist möglich. Nein, wenn es diesen Kohlenstoffpreis gibt und nur unter den besten Bedingungen, dann sieht Ihre absolute Entkopplung so auf. Wirtschaftswachstum, aber CO2-Ausstoß bleibt stabil auf dem Level von 2015. Sehen Sie? Sie müssen auf Null! Isabel Schnabel. Was? Isabel Schnabel ist Direktorin der Europäischen Zentralbank und die sagt auch, dass Entkoppelung möglich ist. Computer, zeige mir einen Beleg dafür. Interview von Thilo Jung mit Isabel Schnabel am 24. März 2022. Thilo Jung redet mit Frau Schnabel über absolute Entkoppelung. Hier der Ausschnitt.
Wir brauchen eine absolute Entkopplung. Klar, vollkommen. Und das ist ja... Da sind wir noch das nicht. Steht ja in den Sternen. Und dann sagst du jetzt hier, ewiges Wachstum, ja. Obwohl das gar nicht geht. Ja, wenn man das nicht hin... Ja doch, es geht schon. Es geht schon. Ich glaube, es geht. Sonst hätten wir ein Problem. Sehen Sie, sie glaubt auch. Sie glaubt, das ist das Problem. Wie wird man ein Teil dieser Religion? Kommt irgendwann jemand und legt einem eine Tesla-Aktie auf die Zunge und sagt, Absolvo, ab sofort bist du befreit von den Fesseln der Natur. Amen. Ich kann Ihnen versichern, dass uns die Armen herzlich wurscht. Okay, passen Sie auf. Sie sind Geschäftsmann, lassen Sie uns ein Geschäft machen. Wir machen das so. Produktion und Ressourcenabbau wird streng geregelt, gesetzlich. Machen wir daran für die Industrieländer einen Deckel drauf. Ja? Und dann machen wir das so, dass wir das Jahr für Jahr, dieses Budget für das Ganze, das machen wir immer kleiner, bis die Menschheit endlich wieder innerhalb der planetaren Grenzen wirtschaftet. Deal? Eine Ressourcendiktatur, haben Sie am Auspuff geschnüffelt. Sie glauben doch auch, dass man wachsen kann, ohne weitere Ressourcen zu verbrauchen. Ja, aber glauben heißt nicht wissen. Und ich weiß, dass ich nicht an Reduktion glaube. Sie glauben nicht an das Einzige, von dem man weiß, dass es funktioniert. Enkel. Was? Sagen Sie, wie sollen eigentlich unsere Kinder, wovon sollen unsere Kinder und Enkel in Zukunft leben? Ja, von einer wieder intakten Natur. Jetzt hören Sie mir mal genau zu. Erst wenn der letzte Quadratmeter Gewerbefläche von Wäldern überwuchert ist, ja, werdet ihr merken, dass man Natur nicht... Hören Sie, was Sie da fordern, das ist das Ende des Wachstums, das ist politisch unmöglich. Das, was Sie da wollen, nämlich weitermachen wie bisher, ist physikalisch unmöglich. Wenn wir kein Wachstum haben, dann brechen unsere Sozialsysteme zusammen. Computer, überprüfe diese Aussage. Sie ist korrekt. Viele Sozialsysteme auf der Erde des 21. Jahrhunderts sind abhängig gemacht worden vom Wirtschaftswachstum. Moment, Computer, ist es möglich, berechne, ob man das Wohlergehen der Menschen in den Industrieländern abkoppeln kann vom Wirtschaftswachstum? Positiv. Maßnahmen, die das Wohlergehen der breiten Bevölkerung verbessern, brauchen kein Wachstum. Notwendig wären dafür allerdings Investitionen in öffentliche Güter, Vermögensumverteilungen. Ich dachte, das ist die USS Enterprise hier und nicht die UdSSR. Jetzt hören Sie mal zu, ja, Herr Skywalker? Was wäre die Welt ohne Wachstum? Mit der richtigen Verteilung wäre sie schöner, leiser, gesünder, stressfreier, gerechter, bunter, Fenrich Flake? Henrich Flake! Hören Sie, Herr Merz, Sie müssen sich jetzt ganz klar entscheiden zwischen einer gerechteren Gesellschaft und einem ökologischen Kollaps. Ja, da wähle ich ganz klar. Kann ich die beiden Alternativen noch mal hören? Hören Sie, es muss doch einen anderen Weg geben als soziale Gerechtigkeit. Sagen Sie mal, wie treiben Sie denn eigentlich dieses Raumschiff an? Wir haben einen Warp-Antrieb mit Dilithiumkristallen, die sich selbst regenerieren. Warum? Ah, also eine erneuerbare, unendliche Energiequelle. Wo ist die denn lokalisiert? Im Hauptmaschinenraum Deck 5. Warum? Aber Moment, Sie haben da keine Autorität, sich das anzuschauen. Das werden wir ja sehen, nicht wahr? Was ist das? Das ist ein Laserpointer und ich weiß ihn zu benutzen. Ja? Sie geben mir jetzt sofort Ihren Warpkern. Stetti, bring den Warpkern auf die Bühne. Brücke. Und was machen Sie dann mit dieser ganzen unendlichen Energie? Weiter. Dumme Frage. Einfach weiter. Einfach weiter. Einfach weiter Wälder roden. Einfach weiter Meere überfischen. Einfach weiter Minen ausbeuten. Einfach so eine Art nachhaltige Umweltkatastrophe. Ja. Heiß, 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 heiß! Captain, wo soll ich's hinstellen? Es ist heiß! Es ist heiß! Wohin? Warum ist Ihr Warpkern eine Lavalampe, die offensichtlich Energie braucht? Weil das hier nicht echt ist, Herr Merz, die Enterprise, unendliche Energie, das ist Science Fiction. Ja, das bedeutet ja... Das bedeutet, dass Sie sich der Realität stellen müssen. Und die heißt Reduktion. Captain! Captain, wir werden gerufen! Es ist... Robert... Habeck! Oh, vielleicht möchte er uns doch noch retten. Auf den Schirm.
Ja, hi. Das ist eine Aufzeichnung für den Fall, dass das mit dem grünen Wachstum, an das ich auch geglaubt habe, doch nicht funktioniert haben sollte. Ja, ich möchte mich im Prinzip bei den Menschen in der Zukunft für unsere Politik entschuldigen. Ja, ihr werdet eine scheiß Zeit haben, aber vielleicht tröstet euch das zu wissen, dass es mal jemanden gab, der das Ganze sehr, sehr gut kommunizieren konnte. Ja. Herr Verbeiger, wir haben was vergessen. Was denn? Na, das Abo und die Glocke. Was? Dann war das hier alles ganz umsonst? Ich fürchte ja. Aber vielleicht wissen unsere Zuschauer ja auch selbst, wo sie abonnieren können. Mann, dass sie jetzt noch zwei weitere Videos gucken können. Stimmt. Unsere Zuschauer sind ja sehr klug.